mit zerklüfteten Weltbiom, welches einfach 10.000 Mal geiler findet. Das aus finde ich auch sehr gut. Wird einfach Bauwelt. Und dann gucken wir mal, dass sich das lädt. Das ist ja voll heftig. Als ob die so klein sind, kann man die killen. Da unten ist übrigens auch eine Höhle, habe ich gesehen. Boah. Lol. Lol. Kriegt man. Ah. Oh. Oh. Unangenehm. Fuck. Fuck. Nein. Nein, nein, nein. Wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen nicht sterben. Oh mein Gott. Ich werde nie wieder in so eine scheiß Unterwasserhöhle tauchen. Ah, Eisen. Super, und ein Creeper dahinter. Oh je. Ich glaube, der Creeper kommt, oder? Oh, oh, es hat so gelaggt. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Es hat so gelaggt einfach. Eisen, noch mehr Eisen. Und ich, ja, wir können es direkt theoretisch Full Iron machen. Ich mache jetzt als erstes erstmal ein Schwert. Und dann mache ich mir die Eisenrüstung. Brust, Hose, Kopf und Füße. Zack. Da sind wir voll Eisen. Wir haben jetzt 31 Eisen. Ich würde wenigstens so für 45 farmen, dass wir genug für eine Ersatzrüstung haben. Aus irgendeinem Grund kann die ja immer kaputt gehen. Und wenigstens für den Ende. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Den Dia-Erzhasen perfekt auf Höhe 11. Findet er die ersten Dias in diesem Projekt, Leute. So. Vier Dias, Leute. Die ersten vier Dias in diesem Projekt. Alter. Yo. Der Diamanten-King. Man kennt ihn. Man kennt ihn einfach. Und irgendwie habe ich gerade so einzelne kurze Lags. Liegt vielleicht auch daran, dass die Welt gerade vielleicht noch neu lädt. Und vielleicht deswegen das alles so ein bisschen doof ist. Das Ding ist, ich habe mir auch vorgestellt, dass diese Videos vielleicht so ein bisschen auch was für Leute sind, die so am Abend vielleicht einschlafen wollen. Guck mir mal so. Also ihr habt am Anfang gesehen, als ich die Welt erstellt habe, Leute, in der ersten Folge, dass ich nichts an diesem Weltseed gemacht habe. Also wirklich nichts. Gar nichts. Ich habe lediglich eine random generierte Welt auf Überlebensmodus eingestellt und habe angefangen darauf zu zocken. Und ich finde zum zweiten Mal in der Höhle Dias. Diesmal sind es 5 Dias. Heißt, wir haben den Enchant auf jeden Fall sicher. Oh, Lapis, das. Was habe ich denn für ein Glück? Ich habe gar nicht an Lapis gedacht. Ich hätte einfach runtergehen müssen zum Enchant, weil ich keinen Lapis dabei gehabt hätte. Lol. Was zur Hölle? Wie kann das denn sein, dass wir. Hä? Wie. Also, ihr habt gesehen, dass ich nichts an diesem Seed gemacht habe. Nichts. Wie kann es denn sein, zur Hölle, dass wir erst Dias finden und jetzt einfach einfach so ein Mineschacht aus dem Nichts und davor Lapis, was ich brauche zum Enchanten. Hallo, Sir. Sie sehen sogar mit ihrem Monokel relativ gebildet aus und ihnen fliegt da ein Pixel oben links an der Schulter. Lol. Nein. Brudi, ich will dich nicht töten. Du könntest mein so schöner Villager werden. Oh nein. Der Pixel sieht aus wie ein Name, ne? So ein bisschen. Irgendwas wurde da scheinbar in meinem Texture-Pack nicht gut gepixelt. Da ist ein Cave-Spider-Spawner, oder? Ist da ein Spawner? Das hört sich so an, oder? Alter, wenn da ein Spawner ist, wir haben dieses andere Glück. Da ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viele Mobs da sind. Ich will nicht, dass sie den. Können die den Spawner wegspringen? Kann ein Creeper den Spawner wegspringen? Oh no. In Videos sieht es immer so übelst easy aus. Aber dabei. Ja, wahrscheinlich, oder? Aber, oh, nein, die passen ja durch ein Loch. Bitte Löcher. Nein. Nein.
Nein, 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 blöder Creeper. Nein! Alter, das ist eigentlich so. Ist das nicht übelst heftig schlau, was ich hier gerade mache? Ich screenshotte mir jetzt diese Koordinaten. Ihr seht sie auch in der Aufnahme nochmal. Das ist später ganz wichtig, denke ich. Biom da. Oh, wer bist du denn? Oh. Als ob das eine Schildkröte ist. LOL. Hallo? Hallo, na? Die frisst Seetang, oder? Frisst du Seetang? Da, oh, sie hat ein Geräusch gemacht. Da ist noch eine. Oh, das ist sehr heftig. Kann man mit denen irgendwas machen? Oh. Oh, jetzt, ey, kein Stress. Okay, alles gut. Ich bring nur sie um, okay? Du bleibst leben, ja? Ja? Ich will... Flieht es? Nein. Fliehst du? Schwimmst du jetzt weg? Alter Junge, ist sie lahm. Was für wegschwimm ich? Ja, komm her. Zack. Nein. Du habt die was? Bringt das überhaupt? Gar nichts. Wie? Oh, 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 oh. Heftig. Heftig. Heftig, einfach wie das aussieht. Alter, ist das eine heftige Insel. Oh. Oh, 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 oh. Oh, das gucke ich mir jetzt aber direkt genauer an. Alter, yo. Yo, oder wahrscheinlich. Wie heftig ist diese Insel da bitte? Alter, und ihr habt direkter Blick auf das Meer. Oh. Oh, shit. Alter, sieht das... Das sieht hier alles so heftig aus. Stellt euch alleine vor, stellt euch... Oh. Okay, ich glaube... Also Leute, wir gehen ja dann eh noch ein bisschen erkunden. Aber ich glaube, mein Bauplatz ist festgelegt. Also so richtig festgelegt. Alter, gebt euch... Oh. Stellt euch allein vor, hier so ein kleines Dorf. Und dann hast du da so Treppen, die nach oben führen. Und hast da so Fenster in den Wänden drin und Sachen, die aus den Wänden rauskommen. Und da hinten eine Hängebrücke hier rüber. Und oh, 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 oh. Ich will sehen, wie die Landschaft von der fliegenden Insel da oben aussieht. Ich will das sehen. Ich baue mich jetzt hier einfach mal so hoch. Bin ich gespannt. Alter. Frag mich nicht, warum ich das gerade so... Alter. Dieser Berg da. Da ist so ein kleines Dorf unter uns. Da eine Hängebrücke, die darüber führt. Und da ist der komplette Berg gebaut. Einfach so easy. Oh. Wie heftig einfach. Stellt euch vor, wir haben später eine Elytra und bauen da in den Berg eine Elytra-Station, die dich... Oh mein Gott, das war so knapp. Stellt euch vor, wir bauen da in den Berg eine Elytra-Station rein, die dich nach vorne pusht, wenn du da reingehst in die Elytra-Station. Verzauberung. Schwungkraft 1. Gut. Ich verzauber erstmal nur meine Rüstung. Ich glaube, auf dem Diaschett lohnt es sich einfach nicht. Schutz da binden und überall rauspiepsen, das ne Leute, das sehe ich gar nicht ein. Wasseraffinität geht auch fit. Haltbarkeit, Haltbarkeit. Ja, ach, wenn es nichts anderes gibt. Schutz, alles gut. Hauptsache, ich bin erstmal voll enchanted. Hühnchen, schnell. Nein, Hühnchen. Hühnchen, nein, nein, Hühnchen. Es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Ah! Hühnchen, du überlebst das, ja. Wir schaffen das. Komm her, schnell, ich beschütze dich, ich beschütze dich. Renn aber nicht in mein Schwert, bitte. Hühnchen, Hühnchen, das ist gut. Du kannst am Leiden. Hühnchen. Nein, nein, Hühnchen.
Bitte. Oh, kurz, komm her. Ja, bleib genau da. Ja? Ja, klasse. Du bist ja dem, den ich meins. Ja, du kriegst auch direkt da ein bisschen Liebe. Beta, ja, ich schalte mir kurz die Koordinaten, damit ich hier auch wenigstens wieder hinfinde. Und halt direkt den Ofen, dass ich mir... Fuck! Das war richtig, richtig knapp. Ich habe noch nie, Leute, ich möchte erwähnen, ich habe noch nie ein 1.14 Dorf gelootet. Okay. Es gibt, warte kurz, es gibt Steinzäune in Steinformat im Sinne von Sandstein. LOL. Warte, fahr mal, ich geb dir. Weißt du, ich bin nicht so ein Unehrenmann. Hier, lieber Farmer. Und da, ich glaube da. LOL. Ich wusste, dass man da was reinmachen konnte, ne? Aber so krass viel wusste ich nicht. Da, lieber Farmer. Viel Spaß. Schönen Tag dir noch, ja. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt. Ich fange jetzt an zu streamen. Und hier müssen wir jetzt fahren können. Ja, Höhe 9. Wir gehen noch an 2 Blöcke höher. Und dann heißt es jetzt ganz viel Spaß haben. Dabei einfach. LOL! LOL! Also jetzt mal ohne Witz. Wie kann ein Mensch in einem Projekt so viel Glück haben? Holy shit. So. 1. 2. Und mein Inventar ist voll. 3. 4, 5, 6, 6 Dias schon wieder. Wir hatten ja hier relativ Glück mit den Dias. Ich denke mal, das Glück verfliegt jetzt, weil wir so viel Glück mit einmal hatten. Da geht die Eisenpicke auch gleich kaputt. Es ist einfach, Leute, ihr habt gesehen in der ersten Folge, dass ich hier nichts verändert habe. Und ich habe meinen Müll wieder aufgehoben, ich bin so ein Honk. Dass ich hier nichts verändert habe. Nichts habe ich an diesem Sea verändert. Rein gar nichts. Ich habe wirklich nichts verändert. Und ich rede gerade davon, dass die Glückssträhne verfliegt. Und wir finden zum zweiten Mal dieser Folge Dias. Beim Streamline, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, nur in eine Höhle wollte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 14 Dias. 14 Dias. Ich wollte gerade anfangen davon zu reden, dass Glücksstein verfliegt. Ich kurz mal Obsidian abbauen. Damit wir nämlich in den Nether gehen können. Sobald wir dann zu Hause angekommen sind. Lang an und denkt, ihr habt einfach alles. Und ich habe 10 Stück. Ich habe sogar 11 gefarmt. Also wirklich, ist bei mir zu Hause gibt es halt nie Kuchen. Trauriges Leben. Und bei meiner Freundin gibt es so oft Kuchen einfach, die haben so oft Kuchen und ich liebe... Okay. Keine Ahnung. Hä? Hä? Hat der... Haben die gerade Geräusche gemacht? Hä? Ah, da sind ein paar Dicke. LOL? Warum... Hä? Da kommt einfach von der Seite die ganze Zeit so ein... Hä? Hä, ist hier... Ist ein Villager? LOL. Ist ja geil. Ich hab mir gerade, hä, was geht hier? Die Lamas machen einfach Sounds von einem Villager. Dabei ist es einfach irgendein unsichtbarer Typ, der hier steht. Und jetzt kommt hier die ganze Zeit von der Seite ein... Aha. Ja, cool. Schöne Konversation. Schönen Tag noch, liebe zwei Lamas, warum euer Händler auch unsichtbar ist. Ist da ein Delfin? Oh mein Gott, ich habe die nur in Videos gesehen. Oh, was bist du denn? Oh, ihr Holz. Wo, Delfin? Hallo? Da. Lol, der macht Geräusche. Oh, ist ja niedlich. Delfin. Ich ertrinke. Nein. Er hat mich angepfiffen. Oh mein Gott, wir brauchen einen Delfin. Wir müssen einen Delfin fangen. Irgendwo da. Ich glaube, ich habe meine Hut schon, oder?
Ja, ich glaube, ich habe meine Hut. Ja. Ja, Leute. Diesen Berg. Dieser Berg. Diese Konstruktion. Diese epische Masse ist unverkenntlich. Wir werden jetzt auch direkt kurz losgehen und Holz holen. Habe ich gerade zweimal hintereinander, einfach weil ich gerade nur ans Holz holen denke, Pickaxes gekauft. Nein, nicht nochmal. So, müssten auf jeden Fall nochmal Erde holen. Lol. Und erstmal jetzt. Verdammt nochmal, geht hier ab. Ich habe gerade, ohne Spaß, ich war so in Gedanken in meinem Kopf, ich habe mir schon gedacht, was ich baue. Ohne Witz jetzt, ich habe mir schon gedacht, was ich baue. Und plötzlich springe ich in den puren Tod und falle und denke mir, Bruder, mein Kopf denkt sich, jetzt ist alles vorbei. Du spawnst und das war dein erster Tod in dem Projekt, wo du dir so viel Mühe gegeben hast, dass du verdammt nochmal nicht stirbst. Warum droppen hier Stöcke? Warte, droppen? Stopp, stopp, stopp. Warte. Was? Nein. Nein, nein, nein. Es droppen nicht aus... Nein. Es droppt nicht aus einem Blatt... Es droppt nicht aus Blättern Stöcke, oder? Nein. Na, droppt mal aus Blättern Stöcker. Wie heftig ist das denn? Lol. Das habe ich... Das wusste ich nicht. Als ob aus Blättern einfach Stöcker droppen. Planten wir jetzt einfach alles erstmal hier irgendwo. Hauptsache es wächst, dass wir ein bisschen Holz haben. Und die müssen ja zu viert dann geplantet werden. So. Genau. Und dann kann hier auch noch was hin. Die können ja eh gefühlt überall wachsen, die Bäume. Oder die Art von Bäumen. Da oben ist Platz. Zack. Dann setzen wir die beiden noch. Und beim nächsten Mal ist das dann hier wahrscheinlich alles im Wald. Leute, ich bin jetzt fertig mit meiner Aufnahmesession. Ich hoffe, euch haben die... Alter, ich hatte gerade kurz einen Gehirnaussetzer. Ich hoffe, euch haben die kleinen Videos hier in der Singleplayer-Welt gefallen. Wie gesagt, das geht noch weiter. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, das war heute nicht zu aufregend für euch, weil ja heute nicht so ein spannendes Ding. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.